Flup, flup. Die sind weg. Wir können noch die Truhe holen. Ja, er ist tot. Das ist Ymirs Leibgarde, die Level 40 ist, gegen die wir so keine Chance hätten. Oh, halt. Nandini kommt nochmal angerannt. Darauf könnten wir noch schnell warten. Oh, wir haben vergessen, Shazam Bescheid zu sagen, dass seine Tochter jetzt sicher ist. Ich dachte jetzt gerade schon, die greifen Nandini an, aber sie ziehen sich zurück. Oder greifen sie jetzt mein Seelenfest da oben an? Hey, ihr da! Wer, ich? Psst, ja, hört mal! Ich habe euch ein unglaubliches Angebot zu machen. Seht her, ich biete euch dies ein Wundersch... Und darüber hinaus zumindest habe ich das... Ich sehe, ihr seid... Gebt mir... Ja, in Ordnung. In Ordnung. Nun, dann habt viel Freude an dem schönen Edelstein. Gut. Oh, und damit ist mein Monument weg. Gut, wir haben wenigstens jetzt die Zerbitenträne. Das heißt, wir können uns auch gleich die Zerbitenquest holen und ihre Träne. Und ja, das mit dem Seelenfels ist jetzt nicht ganz so schlimm. Weil hier ist eh... Empyria-Palast nach dem Dryadenhain. So. Ach Gott, wir könnten sogar auch schon mit dem Puppenspieler reden, aber... Nee, lassen wir das erst einmal. Oh, ich dachte schon, hier wäre ein Weg durch, aber ist er leider nicht. Wir haben Todesschlag gerade von ihr geklaut. Also ja, jetzt haben wir von Nandini das, was wir wirklich gebraucht haben. Endlich bekommen. Kommt her, lasst euch ansehen. Ja, ihr müsst es sein. Der Ring hat mir euer Gesicht gezeigt. Ihr tragt die Rune. Ihr seid der Vorbestimmte. Ja, der Ring weiß alles. Er lügt nie. Er kennt euren Weg. Und er hat mir euch gezeigt. Und die Rune, die ihr führt. Von welcher Rune sprecht ihr? Die Rune von Angtar. Der, den man auch den Lichtkönig nennt. Sie ist in eurem Besitz. Aber wisst ihr auch, was ihr da habt? Nein, bestimmt nicht. Einst war Angtar ein Mensch, ein mächtiger und weiser Zauberer. Er war der Oberste der Zerbiten, ein Zaubererorden, der uns lange Zeit vor den Mächten des Dschungels geschützt hat. Aber sie wurden von Hokan Aschir verraten und alle ermordet. Jetzt künden nur noch ihre verlassenen Gemäuer im Dunkelwehrgebirge von ihrer einstigen Größe. Angtar war der Oberste der Zerbiten. Er hat es als einziger gewagt, dem mächtigen Hokan Aschir gegenüberzutreten. Dafür hat Hokan ihn in einen Untoten verwandelt und an diese Rune gebunden. Interessiert euch die Rune, Frau? Eigentlich nicht die Rune. Vielmehr ihr interessiert mich. Ich sehe euren Weg, Runenkrieger. Und ich sehe... Ihr werdet weit reisen, bis nach Süden über das Dunkelwehrgebirge. Sucht dort nach der alten Festung der Zerbiten, die man die Uhrwerkhallen nennt. Viele alte und mächtige Gegenstände werdet ihr dort finden, die euch von großem Nutzen sein können.
Doch behaltet nicht alle für euch. Achtet auf das blutende Auge. Gegenstände, die ein blutendes Auge tragen, die bringt zu mir. Es sind eine Robe, ein Helm, ein Stab und ein Schild. Behaltet alle anderen Schätze der Zerbieten, doch diese bringt zu mir, ich bitte euch. Ich werde euch reich belohnen. Und wenn ihr in die Uhrwerkhallen reist, dann vergesst die Rune Angtars nicht. Beschwört ihn an jenem Ort. Wer weiß, vielleicht wird der Lichtkönig sein altes Zuhause erkennen. Ich habe eine Zerbitenträne gefunden. Ach, diese Edelsteine gibt es doch zuhauf. Seht, ich habe selbst einen. Gewiss, sie gehörten den Zerbiten und ihnen wohnt eine gewisse Kraft inne. Dennoch sind sie nicht das, wonach ich suche. Ich schenke euch sogar meine Zerbitenträne. Hier, nehmt sie. Bringt mir nur die 4 Gegenstände des blutenden Auges. Ich bitte euch. Gut. Das haben wir dann jetzt auch. Die Quest Vermächtnis der Zerbiten. Turmi Empyria ist besessen von Artefakten der alten Zerbiten. Sie glaubt, es wäre eure Bestimmung, ihr die Gegenstände des blutenden Auges zu bringen. Beschwört Angtar in den Uhrwerkhallen. Ruft euren Runenkrieger Angtar, den man den Lichtkönig nennt, am Heldenmonument in den Uhrwerkhallen herbei. Er hat eine besondere Verbindung zu diesem Ort. Vielleicht wird er ihn wiedererkennen. Sammelt die 4 Gegenstände des blutenden Auges und bringt sie zu Tumui nach Empyria. Die rätselhafte Tumui sucht 4 Gegenstände aus den Uhrwerkhallen, die ein blutendes Auge als Zeichen tragen. Findet den Stab des blutenden Auges und bringt ihn Tumui. Nein, noch nicht betreten. Tumui sucht nach dem Stab des blutenden Auges. Tumui sucht nach dem Helm des blutenden Auges. Tumui sucht nach dem nach der Robe des blutenden Auges und nach dem Schild, ja. Gut, jetzt können wir endlich in die rote Wüste. Und hier diesmal alles mal richtig machen, nicht so wie das letzte Mal. Sie sind uns auf den Fersen, lauft! Kaiserliche Hunde! Hasim, macht sie nieder! Halt, verschont sie! Die könnten uns helfen! Oh oh, mir schwant Übles. Wenn ihr Hilfe braucht, guter Mann, werden wir euch beistehen. Werdet ihr wohl still sein, Urias? Dass so viel Dummheit in eine Rüstung passt. Ich habe einen Vorschlag für euch. Meine Karawane sitzt hier fest, weil die Gazeda-Familien die Straße nach Süden blockieren. Es sind 2 Gruppen. Eigentlich waren sie immer verfeindet, aber unter der Führung der Brüder Trakan und Drokan haben sie sich nun zusammengeschlossen. Jetzt sind sie eine Gefahr für alle. Ich brauche jemand, der diese beiden Brüder aus dem Weg räumt. Ohne ihre Anführer werden die Gazeda wieder übereinander herfallen. Ich hatte beschlossen, die Anführer zu dem Steinfeld zu locken. Dort gibt es eine alte Gasfalle. Damit könnte man sie schnell aus dem Weg räumen. Ich brauche jemand, der dorthin geht und die Gasfalle auslöst. Ihr seht mir wie die Richtigen dafür aus. Warum sollten wir für euch die Mörder spielen? Weil ihr jemanden braucht, der euch das Tor der Djinnis öffnet. Oder ihr sitzt fest und könnt hier verfaulen. Überdenkt meinen Vorschlag. Gebt mir Bescheid, wenn ihr bereit seid. Ja, den Vorschlag werden wir wieder annehmen, weil... Das hier sonst alles doof ist. Beziehungsweise, weil die Hasib dann in so großer Truppenstärke dann wieder kommen und uns platt machen wollen. Ja, dieses Mal werden wir uns auch nicht lange mit der Erkundung aufhalten. Also nicht zu lange, ich suche eigentlich nur die Truhe, wo
die Ork-Rune drin ist und ja, der neue Ork-Bauplan. Also direkt beim Ork-Monument. Linia hier, Eisen war hier drüben irgendwo, wenn ich mich richtig erinnere. So, Kiste. Warum auch immer da seine Ork-Rune drin ist, die eigentlich gleich schon obsolet ist. So. Bauplanmäßig Orks. So. Gut. Questmäßig durch die rote Wüste. Schlagt euch zum Portal durch. Ja, trefft euch mit den anderen am Tor in die rote Wüste im Südosten von Katai. Das haben wir. Rote Wüste. Sucht einen Platz für ein Lager. Die rote Wüste ist das Land der Yasim. Ihr solltet ein Monument suchen. Hier ist mit Kämpfen zu rechnen. Sprecht mit Bario, dem Karawanenführer. Bario und seine Männer haben euch gegen die Soldaten des Kaisers geholfen. Sprecht mit ihm, er scheint ein Angebot für euch zu haben. Jo, das werden wir auch machen. Und zwar vom Anfang an, weil das macht vieles einfacher. Nun, habt ihr euch unseren kleinen Handel durch den Kopf gehen lassen, Freund? Wenn nur ihr dieses Tor im Süden aufmachen könnt, haben wir wohl kaum eine Wahl. Dann stimmt zu. Es ist ganz einfach, glaubt mir. Ich werde darüber nachdenken. Seid ihr ein Hasim? Richtig erkannt. Dann seid ihr wohl sehr ungewöhnlich. Die anderen Hasim waren weniger gesprächig. Was wisst ihr schon? Wir Hasim haben immerzu gekämpft. Gegen die Wüste, gegen die Dunklen und schließlich gegen euch Nordleute mit eurem Imperium. Dies ist unser Land. Aber unsere Zahl ist klein und jedem gefällt es, Jagd auf uns zu machen. Dabei wollen wir nur eines, leben wie der Wind in der Wüste, in Freiheit. Wundert es euch da, dass viele von uns zu Räubern geworden sind? Wenn die reichen Nordmänner uns unser Land nehmen, dann sollen sie auch dafür bezahlen. Ihr guter Mann scheint euch aber mit den Nordmännern und den Dunklen recht gut zu verstehen. Ich kann nun mal mit Gold und Worten besser umgehen als mit Stahl und Eisen. Und meine Waren sorgen dafür, dass die letzten friedlichen Hasim nicht verhungern. Was ist mit diesen Gazeda-Familien, die ihr so leichtfertig ermorden wollt? Sind das keine Hasim? Doch, ihr habt recht, das sind sie. Aber sie sind schlecht. Wir Hasim sind ein tapferes Volk, aber unsere Streitereien machen uns schwach. Wenn die Gazeda nicht für, sondern gegen andere Hasim kämpfen, dann sind sie nicht mehr meine Brüder. Sie wollen den Kampf, also sollen sie ihn haben. Ja, ich nehme euer Angebot an. Ich nehme euer verdammtes Angebot an. Sehr gut. Gebt meinem Unterhändler Asio Nachricht, dass er die Anführer der Lager zum Steinfeld schicken soll. Dann begebt euch selbst dorthin. Wo liegt das Steinfeld? Das Steinfeld befindet sich südlich von hier, ziemlich genau in der Mitte des Landes. Ihr erkennt es an dem Kreis aus Felsen, der dort aufgestellt ist. Sucht dort nach einem versteckten Hebel. Sobald die zwei Brüder in den Kreis der Steine getreten sind, legt den Hebel um. Das löst die Falle aus. Das Gas wird ausströmen und den Brüdern ein Ende machen. Und ohne Führer werden die Gazeda wieder gegeneinander kämpfen, anstatt uns das Leben schwer zu machen. Ihre Horden werden dann geschwächt sein und ihr könnt ihre Lager zerstören. Dann ist die Handelsstraße ein für allemal frei von dieser Plage. Da ploppt das Ausrufezeichen auf. Da wird er zum Fragezeichen. Wieder ein Dialog, der sich nicht von selber beendet. Das finde ich immer schön. Ah, mögen eure Wege mit Gold bedeckt sein und eure Taten mit Ruhm vergolten werden.
Was ist das für eine Falle? Eine Gasfalle. Dort oben gab es einmal eine Erdspalte, aus der giftiges Gas stieg. Findige Köpfe haben die Spalte verschlossen und mit einem Mechanismus versehen, sodass man das Gas nach Wunsch ausströmen lassen kann. Aber warum? Eine Falle mitten in dieser Einöde? Für wen?